Hallo Freunde! Wie bereits angekündigt, haben wir wieder im Assassinenbüro angefangen. Und ja, der Plan für heute sieht wie folgt aus. Ich werde jetzt versuchen, so viel wie möglich an Flaggen, Templern und Nebenquests und so zu machen. Denn den vernichtenden Schlag... Ihr geht mir jetzt gerade hier auf den Sack, ihr Rumschein. Werde ich erst machen, wenn ich hier alle Flaggen, alle Türme und alles andere habe. So. Sobald ich halt alles eingesammelt habe in irgendeiner Weise, dann werde ich halt erst das Armenviertel von Damaskus verlassen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir alle Bürger retten und sonst alles machen, weil wir wollen ja... Autsch, hier. So, geht doch. Weil wir wollen ja auch hier vieles an Gedöns sammeln und schöne Kamerafahrt. Da wusste ich jetzt gar nicht mehr, wo ich bin. Komm ich hier wieder hoch? Nein. Okay. So, ich will jetzt gerade nochmal. Oh. Ups, sorry. Was war denn das gerade eben? Egal. So. Also, ich will jetzt gerade nochmal zum Assassinenbüro da, okay? Weil. Jetzt. Rechte Hand, also geradeaus, müsste jetzt hier irgendwo eine Flagge rumgammeln. Okay. Na, hoch. Irgendwo hier. Ich muss sagen. Ich gleich mal kurz ab. So, jetzt habe ich mir eine Markierung gesetzt. Das nachhaltig. Wow, das war knapp. Wow, das war echt knapp. Ja, ich verstehe das gerade auch nicht so unbedingt. Naja, okay. Gehen wir mal ein bisschen auf dem Boden entlang, um unsere Energie wieder aufzufüllen. Also ich finde... So, das Leben hier finde ich eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Also die Tagesabläufe von den Menschen hier. So, irgendwo. Was bringt ihn dazu, dass hier dann jetzt? Was mich dazu bringt? Ich kann's einfach. Haha. So, irgendwo hier. Ich wollte zwar... Ach, da. Hab's. Ha, ha, ha. Und na, lass dich fallen. Geht doch. Elegant reingerollt, Alter, ihr. Dann sehe ich doch, jetzt ist hier jetzt in Richtung... erstmal mache ich die Markierung wieder weg. Ich glaube, jetzt habe ich es einfach. Ach, egal. So. Hier müsste jetzt auch gleich noch ein Templer sein. Okay, hier nicht. Aber irgendwo hier wieder in dem Gebiet. Jetzt nervt mich die Markierung da aber doch schon. Wobei. Ach Mensch, ich verschätze mich da immer. So. Da ist er. Also mit der Karte hier neben ist echt super. Oh, oh, nein, nein, au. Was ich nicht gesehen hätte. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder übers Ziel hinausgeschossen, denn da ist noch eine Flagge. Wenn ich da jetzt nochmal vergleiche, ich wechsle jetzt ziemlich oft zur Karte, ne? Kannst du nicht mal rangezoomt bleiben? Ja, das bist du da. Ja, dich haben wir doch. So. Der Templer wird wahrscheinlich eher auf dem Boden rumgammeln.
Das vermute ich jetzt einfach mal so. Ich meine, ich glaube nicht, dass das so ein begnadeter Kletterer sein wird. Ups, au, voll mit dem Kopf gegen den Rand. Okay. Okay, ich glaube, dann muss ich vielleicht... Ups, doch. Nochmal hoch. Komm ich hier hoch? Ja, komm ich. Seltsam. Warum tut er das? Ach ja, immer diese Menschen mit ihrem Neid, weil sie es nicht können. So. So sondieren wir die Lage. So, das ist dieser Bereich hier. Autsch. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, nein, er ist tot. Nein! Du sollst den da anvisieren. Ach, verdammt. Io, was ist das denn jetzt für eine... Das war eine krumme Sterbeanimation. Okay, ich weiß jetzt immerhin, wo der Templer ist. Ja, war halt nur blöd, dass ich im Grunde direkt auf den drauf gesprungen bin. Naja, sowas passiert halt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt hier zählen, wie oft ich gestorben bin. Ich meine, ein paar Mal davon war echt, ich bin einfach zu kurz gesprungen neben den Heuhaufen oder so. So, jetzt machen wir es. Ist das denn noch? Ah, okay, da. Ja, hahaha. Der ist doch easy peasy, der Junge. Ach! Schon wieder zu weit. Na, mal sehen. Ach, scheiß Konterkills. Wahaha. Fall. So, jetzt mache ich es gleich. So. Es ist wieder der dritte Anlauf. Sobald der Kerl wieder weg ist. Und irgendwelche Unverständnisse. Wo ist er hin? Na, einfach weggeportet. So. Jetzt aber. Hey, wo ist er hin? Muss ich da erstmal ein bisschen weiter weglaufen oder was? Wow. Wuppi. Zuppi. Und hoch da. So, diesmal lassen wir uns so fallen und springen dem Kerl nicht ins Gesicht. Okay, jetzt ist er da. Zuerst springen wir so. Wo ist er jetzt? Ah, geht doch. So. So, was haben wir denn als nächstes hier für eine Mission in der Nähe? Wir können erstmal den Aussichtspunkt nehmen und dann können wir dann da belauschen. Da müsste dann eigentlich jetzt... geradeaus weiter hier. Dann auch nochmal eine Flagge sein. Jetzt ungefähr... Autsch, 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 autsch. Oh, au. So ein komischer Kauz. Naja, hat nicht ganz so weh getan, wie ich gedacht hatte, dass es wehtun würde. Aber jedenfalls... Okay, nee, hier nicht. Na. Versuch nicht, dich vor mir zu verstecken. Ich finde dich, glaub mir. Ja, ich müsste doch jetzt im Grunde wahrscheinlich... Ach, da unten. Da haben wir sie doch. Na, komm, lass dich fallen. Tu dir weh oder auch nicht. So. Kommst du hier jetzt wieder irgendwo hoch? Ja, tut er.
So, 13 von unseren, ich glaube, 32 Flaggen haben wir hier schon. Das läuft doch alles wie geschmiert, finde ich. Wobei ich sagen muss, es sind jetzt, waren jetzt schon wieder gute 10, 15 Minuten, wo wir nicht wirklich viel gemacht haben, oder? Naja. Außer ein paar Mal zu sterben und ein paar Flaggen einzusammeln. Ja gut, da kann man jetzt leider nichts machen. Aber ich habe ja gesagt, ich will hier so einen 100% Run machen. Das zieht sich halt so ein bisschen. Ich versuche ja hier jetzt möglichst viel, na, ich ziehe dich hoch, so Abwechslung reinzubringen, so ab und zu dann mal einen Auftragsmord zu begehen. Also wir sind jetzt im Süden von dem Armenviertel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt so südlich und dann so erst in Westen so langsam und arbeiten uns dann im Norden und zum Osten vor, um dann die ganzen Flaggen da einzusammeln. So, das, was wir als nächstes tun werden, sprich, wir werden so gehen in etwa. Das, was wir als nächstes tun werden, ist den Typen da unten nicht auf den Kopf springen, sondern so, die beiden da belauschen. So, wo haben wir denn eine Bank? Da haben wir hier. So. Dann hören wir doch mal zu. Nein, Kinder! Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder? Beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm! Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Ach, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Okay, Balken über einem zentralen Hof sind zugänglich. Das war doch mal eine einfache Mission. So, wir werden uns jetzt zu diesem Aussichtspunkt vorbewegen. Da ist auch wieder eine Flagge. So, mal sehen. Hier ist ja echt was los. Ach, hier kommt ja nirgendwo richtig hoch hier. Ups, sorry, danke schön. Ach, komm. Geht doch. So. Okay, wo der jetzt genau... Okay, da ist der... Aussichtspunkt. Ja. Dann... Also hier in dem Gebiet... Irgendwie... Sind hier doch nicht ganz so viele Flaggen, immer nur so ein paar einzelne. Auf alle Fälle hier in dem Gebiet ist noch eine. Müsste eigentlich. So. Dann nehmen wir hier nochmal den nächsten mit. Ach, immer so ein Zufall, dass da unten drunter immer ein Heuwagen steht, ne? Ach ja. Die Logistik der damaligen Städte war... Naja, ich meine... Hui! Bumm. Ja, gut. Wo sind wir jetzt? Ach, dann können wir doch gleich noch den Bürger hier retten. Und... Aha, noch ein optionales Missionsziel, um, da einen neuen Lebensbalken zu bekommen. So, okay, ich muss dann einmal hier rüber und dann müsste da, au, einiges, ach, komm schon, ja, und die nächste Flagge nennen wir unser eigen. Na, komm. Jetzt geht mir das so langsam auf den Sack, dass die
im Hintergrund da die ganze Zeit diesen Dieb ja, belästigen, dann werden wir dem nochmal helfen, beziehungsweise der. Okay, da. Hau voll auf die Fresse. Okay. Ich werde dir die Hände abschlagen. So hilft mir doch jemand. Angeber. Ungläubige, das kostet dich den Kopf. Hä? Ey, wie sehen die mich eigentlich immer? Ich stehe über den und visier die doch nur an. Ja, vielleicht muss ich dann einfach schneller reagieren und die schneller abmetzeln. Wow, wow, wow. Ach, immer diese Kamerafahrten. So, erstmal wieder sicher auf den nächsten Turm. Okay, hier ist eine Informantenherausforderung, eine Eskorte. Aber da möchte ich erstmal noch den Aussichtspunkt da holen. Damit man auch sieht, wo man da dann überhaupt lang muss. Also das mit den Markierungen. Ah, seht ihr, jetzt haben wir da oben 6 statt der vorherigen 5. Synchronisationsbalken. Ah, okay, und da oben müssen wir dann drauf. Ja, deswegen mache ich gerne immer alles mit. Weil man da dann auch ja, 4 Leben bekommt. Jo. Hier haben wir sogar einen so breiten Sims, dass wir hier raufklettern können. Einen weiteren geeigneten Aufgang kommt er hier hoch. Nein, tut er nicht. Dann wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ah, hier. Was ein Zufall, dass hier so Verzierungen an der Wand sind, wa? So, ich meine mich zu erinnern. Aha, ja. Stirb, Ungläubiger! Nein, wir sind tot. Knacks. Ich wollte ihn da jetzt eigentlich von oben runterziehen, so. Einmal rübergegriffen und dann runtergezogen. Aber ich glaube, die sind so intelligent. Ach Mensch, wir sehen uns gleich da wieder oben auf dem Turm. So, diesmal. Aber. Gut, machen wir es ein bisschen anders. Ach, ich hatte meine Klinge nicht ausgewählt, ne? Egal. Dann gab es dann zwar ein paar, zwar etwas ungeschickte. Alter, wie der da im Rumkrüppeln ist. Ungeschickte Schwerthiebe, aber hat jetzt letztendlich doch noch funktioniert. Ach ja, ich mag das Spiel. Und hüpf. Kappa. Bumm. So, dann machen wir doch mal die Informantenherausforderung. Oder ist hier irgendwo in der Nähe gut da? Bei dem Bürger ist dann was. Und hier in der Nähe, wo müsste dann eigentlich auch noch wo was sein? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Er wird sich noch verletzen. Jetzt. Ah, hier. Haha. Genau dich da habe ich doch gesucht. Ja, genau dich. Ach, 15, die Hälfte haben wir jetzt gut. Na, ja. Irgendwie muss man wieder auf den Boden kommen. Ah, okay, hier steht er. Alter, ihr, ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Ja, okay, gut. Ja, das machen wir dann nochmal. Der ist natürlich auch nicht bewaffnet. Ja, wir müssen den jetzt
zu diesem auf der, da rechts auf der Minikarte zu sehenden Pfeil, glaube ich, eskortieren. Müssten wir eigentlich, ja. Willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Jedenfalls. Ich habe genau das, was ihr braucht. Bereue deine Sünden. Ach, Kacke. Ich blute! Ja, wird er natürlich von ein paar Leuten erkannt. Und versucht auch. Na, geht doch. Kann aber so irgendetwas zu tun. So, komm, weiter. Kann ich dir jetzt von mir bleiben? Ja, kann ich. Okay, das hätte ich jetzt. Au! Vielleicht nicht machen sollen, dabei habe ich den doch nur von seinem Leiden erlöst. Egal. Komm, geh weiter. Ich meine, ist ja besser, wenn ich. Ansonsten liegt der da so rum, so gequält, tot, bla. Mal sehen, ob man die beiden jetzt auch noch ausschalten musste. Jetzt sind wir in Sicherheit. Okay. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Wey. Okay, wir haben wieder etwas dazu gewonnen. Jetzt befinden wir uns hier. Und hier sind auch wiederum, nämlich hier in dem Gebiet, zwei Flaggen. Die wir uns natürlich holen wollen. Ach, und da ist auch direkt die erste. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, es sind in dem Gebiet 33 Flaggen. Ja, na komm, hüpf. So, dann müsste im Grunde direkt daneben noch eine sein. So, ungefähr. Das müsste... Ist das die da hinten oder ist das schon eine andere? Nee, das ist schon eine andere. Die können wir uns gleich aber auch holen. Da müsste aber... Was? Wer hat das getan? Ah, da. Haben wir doch noch eine. Na, wir sammeln sie schon ein. Gut, und dann holen wir uns noch die da. Machen wir das am besten. Sitzpunkt markieren, damit wir da. Kommt man hier so hoch? Nein, anscheinend nicht. Ja, aber vielleicht hier, ja. Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Na, nicht gegen die Wand laufen, so. So, das war die Nummer 18. Wie gesagt, das... Autsch. Läuft doch supi. Aber es... Na? Warum ist hier keine Wand, wo man hochlaufen kann? Aber je mehr Leben man dann auch hat, desto mehr... desto mehr wagemutigere Sprünge kann man machen, ohne dabei gleich abzukacken. Das ist angenehm, sagen wir es mal so. So. Aber nach dem Aussichtspunkt hier ist wieder eine gute halbe Stunde vorbei. Das heißt, noch eine letzte Kamerafahrt. Noch ein Blick auf die Karte, was wir dann beim nächsten Mal machen. Und dann war es das auch schon wieder. So, was können wir denn dann hier machen? Wir gehen dann nochmal zurück und retten einen Bürger. Dann werden wir nochmal so einen Schwenk machen, um hier noch einen Bürger zu retten und dann so hier wieder hochgehen. Ja, so werden wir es machen. Naja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!